Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Super Mario 3D Land. Langsam aber sicher kommen wir der letzten Welt näher. Wir machen weiter mit Welt 7, 5 und den Endboss. Und so ist es. Das war echt eine Welt. Da hat mich jetzt mit extra genügend Münzen gesammelt, um die freizuschalten. Die machen wir dann auch noch irgendwann. Wenn es dann halt sein muss, aber nicht zwangsweise direkt jetzt. Ach Gott, hier können Plattformen runterfallen. Das ist mir neu. Das ist nicht gut. Gut, dadurch, dass wir jetzt einen Haufen Felsen hatten von dem Stream damals, starten wir. Der erste Minute ist mit dem Game Over. Super duper, I know. Aber mal schauen, ich kann ja nur besser werden. Nein, hier. Ich will das natürlich verwenden. Merci beaucoup. Es ist einfach viel besser, dieses Fliege-Item zu verwenden. Ich halte es mal frei. Mal schauen, was es ist. Holy shit. Okay, das machen wir. Andererseits, ich will schon alles spielen, also komm. Let's go, wir machen jetzt das Level hier. Scheiß drauf. Muss ja. Nein. Das Level heben wir uns auf. Zu kompliziert. So. Wir machen lieber. Ja, ich hab das gerade freigeschaltet. Ach, das hab ich ja nicht mal gespeichert, ne? Wir tun es mal freischalten, aber eben nicht mehr. Du hast ja auch keinen Tanuki-Anzug, ne? Ist Idiot. Ist Idiot. Ist ja einfach nur dumm von mir. Das Software da drin ist ein Tanuki-Anzug. Jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Bro, bitte mach, dass da Tanuki-Anzug drin ist. Nein. Okay, das können wir aber auch so. Und wenn meine eigene Dummheit ist gerade. Die ist hier aber bis Strafe. Wir machen mit dem nächsten Flistel weiter, nämlich mit dem guten Stück hier. Du machst Homie, warte in diesem LP überhaupt kommen. Ich bleib nämlich abzuwarten, kleiner Spoiler, weit wird's nicht sein. Also in der letzten Welt zumindest wird's. Werden wir oft einmal vermutlich zu Problemen stoßen. Okay, muss man einfach nur sein Durstbrett, dann geht das auch. Okay, was macht Stella sein? Da kommt man so auch zu Starcoin. Ich tue gerade ein bisschen rumexperimentieren. Wenn man es da treffen lässt, dann kann man das vergessen. Heiß ist das Level, scheiße. Vor allem die ganzen bitterten Guppas, die immer rumlaufen, die vermiesen halt aufs übelste den Tag. Ja, scheiße hier. Fuck. Natürlich bringst du genau in die Dings rein. Das Level ist ätzend. Danke. Was mich hier wirklich am meisten stört, ist das heißt Gumpas.
er meint hier den Weg so übers Haar zu zerstören. So. Oh, lol. Einfach gesagt, ihr müsst auch schnell sein, dann bekommt man die Scheiße auch. Was auch immer hier ist, er sieht nicht gut aus. Ah. Gott. Muss man irgendwie überleben, ohne runterzufallen. Nämlich ganz genau so, also selber richtig fies am Ende hier. Ich kann doch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir diese Scheiße hier das Item bekommen haben. Sonst wäre das ein Level gewesen, was unmöglich gewesen wäre. Aber wirklich unmöglich, weil es das so ätzend. Die ganze Segen und dann die ganze Gumpa aus den Allies. Bäh. Aber dafür haben wir jetzt auch mal wieder alle Starcoins angesammelt. Das ist sehr schön. Und da kommen wir zum Endboss der siebten Welt. Das ging ja schnell. Wobei, hier werde ich auch nochmal ganz was zu lecken haben. All diesen Shit hier. Weil einfacher wird das Spiel nicht, das ist klar. Man muss ja halt groß bleiben bis zu der Stelle. Ich glaube, ich muss hier rüber irgendwie, ne? Ich muss halt groß bleiben, bis ich so ein Boss komme. Puh, das wird gerade knapp, Alter. Nein! Spring! Hey! Wie habe ich es geschafft, da runterzufallen? Ich bin auch da ganz mal lang gesprungen. Nee, das Attack ist mir auch für andere Male, ganz ehrlich. Das ist ein Item, ja, ein Level, um man am besten... Oh mein Gott! Wie habe ich das überlebt? Ein Level, wo man 24 am besten einfach nur springt. Das war's heiß, das hätte es schaffen können. Yay, mach ich. Zum Schluss ist das Spiel erst hab ist. Aber wir nehmen doch mit Freude diese beiden Items hier an. Und meistern jetzt das Level, weil so geht das nämlich mit den Tanuki-Item. Alter, let's go, let's do it. Darf hier halt keine Nummernfehler machen.
dann geht der ganze Spaß hier auch. Das Göttliche an diesem Item ist, man kann so lange in der Luft bleiben oder weniger, wie man will. Man kann einen dann nämlich mal so ein S so hart den Ass retten. Ich glaube, sie mir gar nicht. Vor allem, wenn man dann hier kurzzeitig mal nicht mitkommt und nicht sieht, was hier Sache ist. Komm, nein. Junge, wo geht's hier weiter? Als ob ich da runtergefallen bin. Wisst was? Das heißt jetzt einfach mal auf die Soulcoin, auf die anderen Starcoins hier. Und soll das einfach irgendwie zum Endboss kommen. Weil ich muss noch als großer Dude dahin kommen. Nein! Schisch. Digga. Ich heiße knapp. Ich hab die Hurensonne getroffen hat. Dieses Heiße. Der Sold ist quasi real. Aber jetzt so richtig. Alter, ist das Level ätzend. Ich hasse solche Level. Also unnötig viel tun muss, aber sonst runterfällt. Als ob das heißt, Kack mich jetzt hier trifft. Bitte hättet mich nicht. So. Aber hier kann man trotzdem noch runterfallen. Also hier ist jetzt nur die Hälfte der Miete gegessen. Das Level ist so nämlich fast mehr oder weniger noch scheiße genauso schwer. Und das mal klar zu stellen. Und ich habe zweimal gerade das heiße Glück gehabt. Aufpassen, dass man hier nicht dumm runterfällt. So, ich glaube, hier oben gibt es bestimmt irgendwo die Seite Starcoin. Sonst ganz genau. Bingo. Wird hier nicht nach oben. Ui. Nein! Komm, das hast du jetzt. Mario, das schaffst du jetzt. Nein! Als ob, ich hatte alle Star-Coins gehabt, alle! Und hätte den Krampf nicht nochmal machen müssen. Junge! Jetzt komm! Das ist nicht dein Scheiß-Erz hier, oder? Wie scheiße ist denn das? Wie behindert? Ich habe es so quasi mehr oder weniger am Ziel gesehen. Und dann so eine Scheiße. Nee, es nicht. Das ist echt nicht cool. Nintendo, das ist nicht cool.
Da sieht man wieder nicht, wo es weitergeht hier. Als ob! Ich war doch auf das heiße Plattform, verdammte Axt hier! Bekomme ich doch die richtige Krise bei dem scheiß Dreckslevel! Ich hasse diese Fliegescheiße hier! Ich hasse dieses Level! Wo man nicht selbst die scheiß Kamera steuern kann und holt sich das Huhn auch bei so einer Scheiße hier runterfällt. Ich ticker gleich so richtig hart aus. Mir geht's gerade auf übelst unsicher, ob ich mir dritte Coin überhaupt gönne hier. Bei dieser Scheiße hier, ganz ehrlich. So, Digga, jetzt die keine Fehler machen und die dumme runterfallen. Mach es einfach nicht. So, das hätte es einfach schon vor 5 Minuten hier machen müssen, die Scheiße. Also richtig, brr. Ja, hier kommen dann 2 Scheißhaufen auf einen zu. Mal beide dreimal hitten. Dann war es das auch schon. Also nicht so krass die Schwierigkeit. Wollte ich mal behaupten, ne? Der erste ist dann müssen wir down. Nicht weiter, macht die gerade noch Last Terror. Und die bekommen jetzt auch down. Ja, also war ja nicht schwer. Hat der bieten die Hilfe hier, aber. Wie gesagt. Und so ist in der Welt ist es mir erst wert. Auch zeige ich, ob das Noob-Item ist oder nicht. Ich will da nur dieses Spiel jetzt playen. Oder generell einfach zocken. Ich werde hier gibt's irgendwas. Nee. Aber die Gefahr, dass ich da runterfalle, ist mir viel zu hoch. Und da wurde ich so adressen, und deshalb. Fickt euch. Ich beende lieber das Level. Eieieiei. Das war ja ein ganz schönes Gesiss hier. Weil wir einen Teil selber machen mussten. Aber was soll's. So ist es halt. Und hinab geht's in. Also erstmal dieser Fressensequenz hier. Und die letzte Welt wird nochmal richtig, richtig heftig. Also Respekt dann vor der letzten Welt. Und da bin ich mal gespannt, wie weit wird es wirklich kommen. Und ab wann wir uns so erst erfickten, dass wir total viele Sterne nicht brauchen. Ab dem Moment werde ich rüber switchen in meine andere, in meinen anderen Display-Account, in meinen anderen Account von damals, wo ich genügend Mützen habe und mach's dann da fertig. Aber das ist jetzt noch nicht so weit. Mit dem Level geht's im nächsten Part weiter. Macht's gut, soweit. Bis dahin. Und ciao!